Es war das weiße Kaninchen. Das langsam zurückgewandert kam. Indem es sorgfältig beim Gehen umhersah. Als ob es etwas verloren hätte. Und sie hörte, wie es für sich murmelte. Die Herzogin! Die Herzogin! Oh, meine weichen Pfoten! Oh, mein Fell und Knebelbart! Sie wird mich hängen lassen. So gewiss Frettchen Frettchen sind. Wo ich sie kann haben fallen lassen. Begreife ich nicht. Alice erriet augenblicklich, dass es den Fächer und die weißen Glacé-Handschuhe meinte. Und gutmütig genug fing sie an. Danach umher zu suchen. Aber sie waren nirgends zu sehen. Alles schien seit ihrem Bade in dem Pool verwandert zu sein. Und der große Korridor mit dem Glastische. Und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickte Alice bald. Und wie sie überall suchte. Rief es ihr ärgerlich zu. Was, Marianne? Was hast du hier zu schaffen? Renne augenblicklich nach Hause. Und hole mir ein paar Handschuhe.
und einen Fächer. Schnell, vorwärts. Alice war so erschrocken. Dass sie schnell in der angedeuteten Richtung fortlief. Ohne ihm zu erklären, dass es sich versehen habe. Es hält mich für sein Hausmädchen. Sprach sie bei sich selbst und lief weiter. Wie es sich wundern wird. Wenn es erfährt, wer ich bin. Aber ich will ihm lieber seinen Fächer. Und seine Handschuhe bringen. Nämlich, wenn ich sie finden kann. Wie sie so sprach, kam sie an ein nettes kleines Haus. An dessen Tür ein glänzendes Messingschild war. Mit dem Namen W. Kaninchen darauf. Sie ging hinein, ohne anzuklopfen. Lief die Treppe hinauf. In großer Angst. Der wirklichen Marianne zu begegnen. Und zum Hause hinausgewiesen zu werden. Ehe sie den Fächer